mein Leben zu bestimmen. So, jetzt weiß ich Bescheid. Das ist der Grund, weshalb du dich freiwillig gemeldet hast. Vater, hör auf, ich bitte dich. Ich möchte das Baby, Nico. Aber du sollst das Baby ja auch bekommen, natürlich. Wir werden ganz einfach heiraten. Du bist genau wie dein Vater. Arbeitsscheu, versoffen und feig. Lass meinen Vater aus dem Spiel. Du lässt nur deshalb deine Wut an uns aus, weil du weißt, dass du nicht halb so viel wert bist wie er. Hölle, wo ist dein Schrecken? In wenigen Minuten in Sat. 1. Auch für uns Toiletten gibt es eine Art Eau de Toilette, den WC-Frisch-Duftspüler. Für wirksame Dauerfrische WC-Frisch mit einem Wirkstoff aus der Zitronensäure. Einfach dufte, der WC-Frisch-Duftspüler. Sauberkeit hat ihren Namen, WC-Frisch. Country gehört dazu. Gerste und Reis, Weizen und Mais, knusprig geröstet. Viel Milch, dazu Schokolade. So wird aus wertvollen Sachen Kinder Country, der köstliche Country Snack. Schmeckt knusprig und leicht. Kinder Country, der Country Snack. Ein bisschen nach links, Schatz. Ja, noch ein Stückchen mehr. Perfekt. Oh, Sonny. Wieder neu, TV-Spielfilm. Der Oberhammer, der es ihrem Fernseher ein Dauerkino macht. Volle 14 Tage lang volles Rohrprogramm. Mit einem Spielfilm, jetzt auf Großformat. Und Tag für Tag den Überblick. Eine doppelte Breitseite über alle Kanäle. Alles für 2 Wochen in einer Zeitschrift. Die neue TV-Spielfilm. Das größte für 2,50 jetzt überall. Regenwasser ist so weich wie kaum ein anderes Wasser. Es ist das beste Wasser, um Wäsche rein und gepflegt zu waschen. Hier ist Persil Supra, das neue Kompaktwaschmittel, das eine Weichwasserformel hat. Damit wird Wasser so weich wie Regen. Das neue Persil Supra bringt deshalb mehr. Mehr Reinheit, mehr Pflege. Supra reine Pflege. Persil Supra. Supra reine Wäschepflege mit der Weichwasserformel. Der Tag geht. Johnny Walker kommt. Guten Abend, liebe Zuschauer. Hier noch einmal Nachrichten und dann anschließend der Sport. Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble will sein Regierungsamt zum Jahresende aufgeben, um Fraktionsvorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu werden. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Schäubles Wahl zum Nachfolger von Alfred Dräger gilt bereits als sicher. In den ostdeutschen Verwaltungen fehlen noch immer Hunderte von Beamten. Brandenburgs Ministerpräsident Stoipe, SPD, ist aber dagegen, westdeutsche Beamte zwangsweise in die neuen Länder zu versetzen. Er widerspricht damit SPD-Chef Vogel, der ein Gesetz zur Zwangsversetzung von Beamten fordert. Stoipe will, dass für Beamte ernsthafte Anreize zum Arbeitsplatzwechsel in Ostdeutschland geschaffen werden. Die Bundestagsabgeordneten von Bündnis 90 Grüne haben die Bürger in den neuen Bundesländern für den 17. Juni zu einem Sternmarsch auf Bonn aufgefordert. Dort sollen die Demonstranten die Politiker über die wirkliche wirtschaftliche und soziale Lage in der Ex-DDR informieren. Die Beseitigung der Umweltschäden in der früheren DDR wird nach Schätzungen des Bundes für Umwelt- und Naturschutz 400 bis 500 Milliarden Mark kosten. Eine Zahl zum Vergleich, der gegenwärtige Bundeshaushalt 1991 beträgt 412
Milliarden Mark. Trotz eines Demonstrationsverbotes haben heute Abend Hunderttausende von Menschen in Moskau demonstriert. Zu den gefürchteten Auseinandersetzungen mit dem Militär und der Polizei kam es aber nicht. Angesichts eines massiven Polizeiaufgebotes mieden die Demonstranten das abgesperrte Zentrum der Hauptstadt. Immer wieder forderten sie: Nieder mit den Kommunisten, nieder mit dem KGB, nieder mit Gorbatschow. Aus der Demo für Jelzin war eine Demonstration gegen Gorbatschow geworden. Bereits am Morgen hatte Radikalreformer Boris Jelzin einen ersten Sieg über seinen Gegner Michail Gorbatschow errungen. Die große Mehrheit der Volksdeputierten Russlands hatte das Demonstrationsverbot der Sowjetregierung bei einer Abstimmung aufgehoben. In Moskau hat ein Großbrand die oberen Stockwerke der amerikanischen Botschaft zerstört. Die Flammen wüteten länger als 10 Stunden. 400 Botschaftsangehörige mussten das Gebäude verlassen, verletzt wurde niemand. Offenbar hatte ein Kurzschluss den Brand ausgelöst. Die Moskauer Feuerwehr war mit mehreren Löschzügen im Einsatz. Irakische Regierungstruppen sollen angeblich die von kurdischen Rebellen besetzte Stadt Kirkuk zurückerobert haben. Das meldet die staatliche irakische Rundfunkanstalt. Saddam Husseins Soldaten sollen seit heute Morgen die Rebellen mit Flugzeugen, Raketen, mit Panzern und Artillerie angegriffen haben. Die Kurden haben jetzt das Ausland um Unterstützung im Kampf gegen Saddam Hussein gebeten. Die Lebenshaltungskosten in Westdeutschland sind im März um 0,1% gesunken. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Experten rechnen aber damit, dass die Preise wieder anziehen. Die Gründe: Steuern und Abgaben steigen und vor allem in Ostdeutschland werden beispielsweise die Mieten teurer. An der Frankfurter Aktienbörse gingen die Kurse heute überraschend deutlich nach oben. Hier die Einzelwerte. Der deutsche Aktienindex DAX stieg um 14 auf 1.522,80 Punkte. Der Dow Jones Index an der New Yorker Wall Street fiel um 3,71 Punkte und schloss bei 2.913,86 Punkten. Und schließlich der Dollar ging leicht nach unten und notiert jetzt bei einer Mark, 7060. Die Osterfeiertage stehen vor der Tür und haben auf den Autobahnen bereits zu den erwarteten Staus geführt. Im gesamten Bundesgebiet stauten sich Tausende von Autos, wie diese Bilder zeigen. Es kam auf einer Gesamtlänge von über 150 Kilometern zu hohem schleppendem Verkehrsaufkommen. In Südbayern behinderte zusätzlich noch Schneetreiben den Verkehr. Auf der Autobahn München-Salzburg waren die Autokolonnen zum Teil mehr als 30 Kilometer lang. Soweit zum Stichwort Parkplatz Bundesautobahn. Dieter Niklas ist Gott sei Dank nicht im Stau stecken geblieben, er ist im Studio und präsentiert Ihnen nun den Sport. Ja, guten Abend. Im DFB-Viertelfinale empfing Bayer Uerdingen heute Abend den MSV Duisburg. Ein durchaus reizvoller Vergleich zwischen dem 16. der ersten Liga und dem 2. der zweiten Liga, zumal ein Großteil der Zuschauer in der Grotenburg Kampfbahn MSV-Anhänger waren. Patrick Wasserzier war auch dabei. Beim MSV Duisburg hatte es vor dem Pokalspiel ordentlich gekracht. Mittelfeldspieler Uwe Kober hatte Trainer Willibert Krämer nach dem Schalke-Spiel lautstark kritisiert. Doch der lässt sich so etwas natürlich nicht bieten. Er hat dann ein paar Äußerungen gemacht, die man so nicht machen darf. Und das habe ich am Montag unmissverständlich dem Uwe klargemacht vor der Mannschaft. Er ist am Dienstag gekommen, hat sich entschuldigt und damit ist die Sache aus der Welt geräumt. Und in der Tat, von Unstimmigkeiten war bei den Duisburgern nichts zu spüren. Der MSV bestimmte das Spiel, hatte allerdings erst nach einer guten halben Stunde seine erste klare Chance. Steininger prüfte Dreher mit diesem herrlichen Schuss aus 20 Metern. Kurz darauf gingen die Gäste dann in Führung. Nach einer Konfusion in der Uerdinger Abwehr kommt der Ball irgendwie, zu wem schon, natürlich zu Michael Tönjes. 0:1 in der 36. Minute. Auch in der zweiten Halbzeit blieb der Zweitligist klar überlegen und er spielte jede Menge Chancen. Hier scheiterte Ferry Schmidt. Und es ging weiter. Uerdingen wurde immer konfuser, sodass die Duisburger beinahe ungehindert in Richtung Bayertor kamen. Dreher kann hier gerade noch mal retten. Doch in der 76. Minute war es dann soweit. Der junge Tarnath sorgte mit seinem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung. Danach trafen nochmal Tönjes und Lienen für den MSV. Wittecek erzielte den Uerdinger Gegentreffer. Der MSV Duisburg siegte überraschend hoch mit 4:1 und will jetzt nach Berlin.
Ja, tolle Leistung von den Zebras. Zwei Ergebnisse aus der zweiten Liga von heute Abend. In einer Begegnung des 27. Spieltages bezwang Hannover 96 Eintracht Braunschweig 3:0 und 0:0 im Nachholspiel zwischen Saarbrücken und Homburg. Einmal nachgeholt wurde auch in der Oberliga Nordost. Der erste FC Lok Leipzig gewann gegen den ersten FC Magdeburg 2:0. Neues von Diego Maradona, Neapels Ex-Liebling, soll in der italienischen Meisterschaft unter Drogeneinfluss gespielt haben. Maradonas Dopingprobe war nach dem Spiel gegen Bari laut der Tageszeitung La Repubblica positiv. Der italienische Verband hat daraufhin eine zweite Analyse angekündigt. Bei der Safari-Rallye in Kenia wird zurzeit der vierte Lauf zur Rallye-Fahrer-Weltmeisterschaft ausgetragen. Die zweite insgesamt 775 Kilometer lange Etappe führte von Mombasa nach Nairobi. Die Safari-Rallye hat ihren großen Favoriten verloren. Der Italiener Massimo Biasion wurde mit seinem Lancia Delta Integrale in einen Unfall mit einem Lastwagen verwickelt. Er blieb aber glücklicherweise ebenso wie sein Beifahrer unverletzt. Bedingt durch Biasions Ausfall steuert Weltmeister Carlos Sainz weiter auf Erfolgskurs. Der 29 Jahre alte Toyota-Fahrer führt nach dieser zweiten Etappe von Mombasa nach Nairobi nunmehr mit einer Minute Vorsprung vor Björn Waldegard aus Schweden. Bayer Leverkusen hat den Einzug ins Basketball-Europacup-Halbfinale verpasst. Durch die 83:95 Niederlage beim israelischen Meister Maccabi Tel Aviv belegt der deutsche Meister in der Europa-Liga immerhin Platz 6 und ist für die nächste Saison gesetzt. Südafrikas Chancen, nach 32 Jahren an den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona teilzunehmen, sind nach Ansicht von IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch so groß wie nie zuvor. Voraussetzung dafür ist unter anderem die von Staatspräsident de Klerk für Juni angekündigte Abschaffung der Apartheid. Der aus radikalen Apartheid-Gegnern bestehende südafrikanische Sportkongress bremste den Optimismus sogleich und nannte die Teilnahme absurd. Zum Schluss noch die Bingo-Zahlen, auch am Gründonnerstag sind es nur drei. Sie lauten 45, 22, 27, 45, 22, 27. Vor dem Wetter noch der Hinweis, um kurz nach 1 Uhr heute Nacht zeigen wir eine Zusammenfassung der letzten ATP-Tennisturniere. Vielleicht sind Sie noch dabei, wenn nicht, schönen Abend noch und frohe Ostern. Jetzt geht die Sonne für Geschirr und Umwelt auf. Mit dem phosphatfreien Sun Progress, dem neuen Spülmaschinenreiniger. Halbe Menge, volle Leistung. Freuen Sie sich also auf morgen. Mit Sun Progress haben Sie in jedem Fall glänzende Aussichten. Das Wetter war heute offenbar schon in Aprillaune. Trotz Kälte rüsten die Freiluftlokale bereits für den erwarteten Osteransturm. Auch Sonnenanbeter sind schon da, wenn auch größtenteils noch dick verpackt. Das kräftige Hoch über der Nordsee und Skandinavien verlagert seinen Schwerpunkt nach Schottland. Dabei bestimmen weiterhin sehr kühle und teilweise feuchte Luftmassen das Wetter in Deutschland. Heute Nacht ist es in Deutschland und der Schweiz teils klar, teils bewölkt und es bleibt zumeist trocken. In Österreich wird der Himmel bedeckt sein und es gibt auch einige Schneeschauer. Die Temperaturen sinken auf 2 bis minus 5 Grad. Am Tage scheint in großen Teilen Deutschlands die Sonne. Nur im Südosten zeigen sich viele Wolken, es soll stellenweise schneien. Die Höchsttemperaturen erreichen 3 bis 11 Grad. Im Westen Österreichs wechseln sich Sonne und Wolken ab. In den anderen Landesteilen herrscht starke Bewölkung und es gibt Regen, der in Schnee übergehen kann. Die höchsten Temperaturen des Tages liegen zwischen 2 und 8 Grad. Auf der alten Nordseite der Schweiz lässt sich die Sonne hin und wieder sehen. Der Süden liegt unter einer geschlossenen Wolkendecke, aber es bleibt überall trocken. Die Tagestemperaturen steigen lediglich auf 5 Grad. Ich will so bleiben, wie ich bin. Du darfst. Will so bleiben, wie ich bin. Du darfst hat alles, was mir schmeckt. Du darfst. Ich hab du darfst für mich entdeckt. Du darfst. Meine Art zu leben. Du darfst.
der Renault 19 mit mehr als 5250 Umdrehungen pro Minute. Mann, ist das ein Typ. Kleopatra. Ihr Name steht für das Geheimnis der Schönheit. Creme und Parfum. Sanfter Schaum mit verführerischem Duft. Das Schaumbad ist wie der Zauber einer anderen Welt. Kleopatra, die Pflegeserie, das Geheimnis der Schönheit. Jetzt erstmals auf Vibio, zwei kleine Helden als Lebensretter in dem Disney-Klassiker Bernhard und Bianca. Zu Land, zu Wasser und in der Luft. Begleitet Bernhard und Bianca auf ihrer lustigen und gefährlichen Reise. Sie retten Penny, ein kleines Waisenmädchen, vor der bösen Madame Medusa. Erlebt mit Penny und ihren Freunden ein unvergessliches Abenteuer. Und jetzt könnt ihr diesen fantastischen Film auf Video kaufen. Bernhard und Bianca von Walt Disney Home Video. Also, das Gute am Feinschmeckerreis von Orisa ist, dass er, schmeckt. Ach so? Sie verstehen kein Wort? Das macht nichts. Die wenigsten Deutschen verstehen was von gutem Essen. Orisa, sind Sie reif für diesen Reis? Hölle, wo ist dein Schrecken? Diese Frage stellen sich im nun folgenden Spielfilm gleich drei Angehörige eines Marinekorps. Sie haben die Schrecken des Zweiten Weltkrieges noch vor sich, aber vor ihrem Einsatz im Pazifik gibt es einige Tage Heimaturlaub in San Francisco. Aber auch das Privatleben dieser drei jungen Männer ist nicht gerade der Himmel auf Erden. Thank you.
Warum hast du es denn so eilig? Ich muss weiter nach Monterey. Er hat wahrscheinlich Angst, dass ihm seine Kleine durchbrennt. Moment, Moment. Mann, du läufst ja halb nackt rum. Zieh dich erst mal ordentlich an. Hm? Hör doch jetzt mit der albernen Meckerei auf. Freu dich lieber auf Mamis Apfeltorte. Dafür kann man sein Mädel glatt ein bisschen warten lassen, ne? Oder etwa nicht? So, jetzt bitte. Also bis Donnerstag früh. Ahoi, Kapitän. Ahoi, General. Mit Nico stimmt was nicht. Wir wollen ihn in Ruhe lassen. War doch nur Spaß. Hallo, Augenblick mal. Das ist ja genau meine Tagenseite. Lass das nur, komm doch. Guten Tag, Al. Nanu, Ihr Vater Terrence. Hat mich beauftragt, Sie abzuholen. Das ist typisch für ihn. Kein Mensch hat gewusst, wann wir ankommen, außer meinem Vater. Das ist Frankie O'Neill, Terrence. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Lassen Sie nur, Terrence. Geben Sie das doch her. Nehme ich schon selbst. Vielen Dank, Ellen. Hast du meine Telefonnummer, Frank? Ja, habe ich. Hm. Wissen Sie, Terrence, in so einem Wagen bin ich auch schon mal gefahren, und zwar zur Beerdigung meiner Tante. Wiedersehen. Guten Morgen, Schwester.